Ja, servus liebe Kinder, Dora, herzlich willkommen am Strand. Egal ob jetzt am Strand von der Ostsee, Nordsee, Mittelmeer oder von einem Fluss oder Baggersee, hier könnt ihr mit den Kindern wunderbar spielen. Am besten ist es, sucht euch kleine Muscheln oder Steine, zeichnet zuerst eine Kuhle bzw. in unserem Fall eine Schnecke in den Sand, hebt in der Mitte eine Kuhle aus und versucht jetzt dann darum eine Art Spirale zu legen. Mit den Steinen versucht er jetzt in die Mitte hineinzutreffen von unserer Zielscheibe, die wir am Strand selber gemacht haben. Naja, funktioniert bedingt gut. Ich glaube, ich muss noch ein wenig üben. Nächster Versuch, nicht schon deutlich besser. Raum hat's, aber da bitte aufpassen. Das Ganze könnt ihr mit Phosphor vertauschen. Phosphor wurde im Krieg auch in diesem Gebiet abgeschmissen. Wenn ihr den aus dem Wasser zieht, dann kann das Ganze zu brennen anfangen. Also lieber drin lassen. Es gibt hier vier verschiedene Muschelarten. Hier seht ihr die Herzmuschel, die Sandklaffmuschel. Was wir noch nicht haben, ist die baltische Blattmuschel. Die suchen wir, ob wir sie auch finden. Unternehmt doch mit den Kindern eine Expedition ins Meer. Ihr seht da hinten, es sind Buhnen, diese Wellenbrecher, die reingehen. Und dann findet ihr Ostseegarnelen, andere kleine Tierchen, eben auch diese Muschelschalen. Und ihr braucht dazu eigentlich nur einen Kescher. Füllt einen Eimer halb voll mit Wasser und schon geht's rein auf Jagd. Kommt, schauen wir mal, ob wir was finden. So, und dann sind wir mal auf Jagd. So, ihr seht, ich bin schon auf Jagd. Oh, und da habe ich die ersten Garnelen gefangen. Und hier seht ihr ganz feine kleine Tiere. Das sind Ostseegarnelen. Die haben wir auch mit dem Kescher gefangen und die werden wir jetzt anschließend wieder ins Meer zurückkippen. Die werde ich nicht zu Abend essen. Und hier seht ihr an den Holzpfosten der Buhnen wachsen Pflanzen bzw. Seetropfen. Ja, was ich jetzt gerade ausgekeschert habe, das ist sogenannter Blasentang. Essen kann man meines Erachtens nicht, das nennt man Japaner, das ist auf dem Speiseplan. Aber der Fetzenfisch, der sieht genauso aus wie der Blasentang. Aber wie gesagt, wieder was gefunden aus der Ostsee. Schauen wir uns hier entdeckt habe, das ist ein normaler Seetang. Und darin befindet sich eine Krabbe, wobei die nicht mehr ganz so fit ist. Ja, liebe Kinder, Dora versucht es auch, also müsst ihr an der Ostsee zu bauen. Es ist ja genug Sand da. Aber bitte aufpassen, es gibt Orte, da ist verboten, an Stränden eine Sandburg zu bauen. Das kann euch einiges aus der Urlaubskasse kosten. Also wir fangen am besten an mit einer Schaufel, den Sand ringsum zu einem Burggraben zu schaufeln. Und ihr seht selber den Abraum, den schütte ich nach innen in die Mitte. Das sieht dann bald aus wie das Mont Saint-Michel vor der französischen Küste. Und aus diesem Berg, der hier entsteht, basteln wir uns jetzt dann unsere eigentliche Burg. Wir verklopfen das Ganze nur, damit es nicht wieder nach unten in den Graben reinrutscht, sonst haben wir eine Sisyphusarbeit. Ja, ihr seht selber, der Graben, ich tue den auf der anderen Seite hier nochmal befestigen, indem ich den Sand verdichte, das heißt mit der Rückseite der Schaufel immer wieder festklopfe, immer wieder auch darauf achte, dass das Ganze gut nass ist, weil der feuchte Sand verbaut sich einfach am besten als der trockene und an einem Sandstrand, da herrscht kein Mangel an nassen Sand. So, immer wieder verstreichen das Ganze und immer wieder befestigen, damit nichts reinrutscht. Ja, und weiter geht's. Ich klopfe immer nur ganz fleißig, wie ihr seht. Langsam, aber sicher geht's voran, damit der Wall von meiner Burg auch wirklich gut hält. Nicht, dass das Ganze in sich selbst zusammenfällt. Bitte auch keine Fischschädel oder irgendwas in den Burggraben setzen. Das ist Tierquälerei. Das macht man natürlich nicht. So, und als nächstes hole ich mir jetzt dann mal meine Formen, die ich natürlich dabei habe, beziehungsweise die Kinder haben diese Formen dabei. So, und jetzt geht's los. Ihr seht selber, da gibt es dann solche Mauersegmente. Ah, das ist sogar das Brandenburger Tor, sehe ich gerade gut. Und da bauen wir jetzt einfach drumherum, um unseren Wall solche wunderbaren Segmente. Jetzt schaut es mir her. Ich habe halt lauter Sachen, die ich am Strand finde. Federn, Muschelstücke, Treibholz, Steine. Die habe ich ja alle reinverbaut. Die Kinder haben auf jeden Fall eine Riesenfreude dabei, wenn sie sich hier kreativ austoben können. Und so sieht dann unser Sandburg aus. Ihr könnt euch nur Türmchen drumherum bauen. Jeder, wie er will. Schlossene Schwanstein nachbauen, wer sei. Ganz egal, was ihr da für ein Vorbild nehmt für eure Sandburg. Hauptsache, es macht den Kindern Spaß, hier am Strand zu spielen. Und das ist ja wohl
Allerwichtigste. Und ihr seht selber, unser Schiff ist jetzt soweit fertig und jetzt braucht es noch einen Mast. Hier haben wir eine Feder, die können wir wunderbar als Mast verwenden. Ja, meine Lieben, ihr seht selber am Strand, mit Strandgut lässt sich wunderbar basteln und ihr braucht euch nichts dazu, außer ein Taschenmesser, gute Ideen und viel Freude. Und schon könnt ihr mit den Kindern was unternehmen. Einfacher geht's nicht. Schaut's mir rein auf kinderoutdoor.de. Pfiatting, servus, euer Uli. Und das Ganze machen wir jetzt in Echtzeit. Was ihr braucht, Haushaltsgummis, dann Korken, möglichst gleich große, dann Restpapier und so einen abgebrochenen Schaschlikspieß oder ein Stück Ast, wie immer ihr wollt. So, das geht jetzt ohne, dass ihr knoten müsst, weil ich weiß, das ist für viele ein Problem, wenn man sagt, ihr müsst den und den Knoten machen, wenn ihr euch ein Floß basteln wollt, das ist manchen schon zu umständlich, kein Problem. Dann bauen wir uns so ein super, super schnelles, tolles Korkenfloß. Ihr seht, das Floß ist eigentlich schon fix und fertig. Das, während ich euch jetzt ein bisschen was erzählt habe, ist das gegangen. Dann habe ich hier das Restpapier schon vorbereitet. Da führen wir einmal den Masten einfach durch. Und hier auf der anderen Seite. Also, alle Veganer mögen mir verzeihen, aber das Papier, was ich da habe, das war das Restpapier von einer Leberkäse-Säbeltüte. Gut war's. So, jetzt schaut's her, unser Floß hat bereits ein Segel und hinten raus kriegt's auch noch eine Fahne dran und schon ist das Ganze fix und fertig. Ihr habt's gesehen, keine 2 Minuten und das Ganze ist fertig. Und vor allen Dingen das Tolle ist, ihr habt die Materialien, die könnt ihr ohne Probleme in der Jackentasche, Hosentasche oder im Rucksack transportieren. Und ihr habt keinen Aufwand damit, ihr könnt euch nicht in den Finger schneiden, die Kinder auch nicht. Und das Floß schwimmt hundertprozentig. Und das lassen wir jetzt gleich mal schwimmen. Und schon ist unser Floß auf großer, schneller Fahrt. Ja, ihr habt gesehen, liebe Kinderautoren, wie toll unser Floß schwimmt und wie schnell das gemacht ist. Vor allen Dingen, es kann nicht umkippen, es liegt ganz, ganz sicher im Wasser. Ihr könnt euch ja zum Beispiel mehrere solche Flöße basteln und damit eine richtig kleine Regatta machen und schauen, welches kommt als erstes durchs Ziel oder. Ganz egal, auf jeden Fall haben die Kinder einen Mordsgaudi, einen Riesenspaß, wenn er mit ihnen so ein rekordverdächtig schnelles Floß bastelt. Ja, ihr Lieben, was haben wir gelernt? Nichts wegwerfen, man kann alles wiederbrauchen und sei es die Papiertüte von einer Leberkäse-Semmeltüte. Genauso wie die alten Korken. Weitere tolle Bastelideen für drinnen und draußen findet ihr auf kinderoutdoor.de. Ich freue mich, wenn wir uns draußen sehen oder bei einem von meinen Kursen. Sitzt ihr jetzt so viel vorm Computer? Macht es gut bis dahin. Pfiatting, servus, euer Olli. Ja, servus, liebe Kinderautoren. Schön, dass ihr heute wieder bei mir reinschaut. Ein Wasser. Und wenn es bloß so ein Tümpel wie da hinter mir ist, so ein kleiner Weiher, der löst ja bei den Kindern immer bestimmte Reflexe aus. Die wollen ja unbedingt Boot fahren, Boot bauen, Floß bauen und so weiter und so fort. Und das Problem ist ja oft mit dem Knoten. Ich habe schon öfter Eltern gehört, die gesagt haben, wir würden so gerne ein Floß mit den Kindern draußen basteln, wenn nicht dieses blöde Knoten wäre. Uli, hast du da keine Idee? Und schnell soll es natürlich gehen. Da habe ich lange, lange überlegt und mir gesagt, Mensch, ohne Großaufwand, ohne Schrauben, ohne Nägel, ohne Knoten, wie lässt sich da ein Floß bauen? Das ist auch wirklich halt. Und dann hatte ich eine tolle Idee, nämlich mit Haushaltsgummis. In weniger als 5 Minuten lässt sich so ein Boot bauen. Ihr seht selber, ich habe unten auch noch einen Motor angebaut und das funktioniert absolut super. Und wenn ihr kein Taschenmesser dabei habt, dann könnt ihr die Äste auch brechen. Wie gesagt, Gummis eingesteckt und schon könnt ihr ohne Probleme mit den Kindern so ein tolles Floß basteln. Und wie das Ganze geht, in weniger als 5 Minuten, das zeige ich euch.
Was brauchen wir alles, um ein Floß zu basteln? Ganz einfach. Ein Taschenmesser, klar, mit Messer und Säge wird es das hier von der Bundeswehr. Im Gegensatz zum Großkampfgerät funktioniert die Sachen. Oder das Leatherman Signal, auch mit Säge bzw. mit großer Klinge, also ein Multitool. Dann für alle, die nicht gern knoten, machen wir hier diese Alternative. Und zwar haben wir hier von Jacques Alphand de Provence, das ist eine kleine Manufaktur aus Frankreich, haben wir also Einweggummis, Haushaltsgummis. Dann hier, das ist mein Müllschäumer, und ein Stück Ast, geraden Ast. Und da basteln wir uns jetzt ein Floß daraus. Und ich zeige euch, wie das Ganze geht. Und zwar ohne, dass ihr groß knoten müsst. Knoten, die sich dann im Wasser wieder lösen. Ich zeige euch jetzt, was wir hier tun. Was ihr jetzt braucht, das sind vier oder mehrere gleich ungefähr gleich lange, gleich breite Aststücke. Ihr könnt es brechen, ihr könnt es sägen. Also ganz wie ihr wollt. Da ist euch alles offen. Und was immer wichtig ist, wenn ihr Werkzeug nicht braucht, jetzt hier die Säge, damit da niemand reingreift, immer gleich zuklappen das Ganze. Und jetzt kommen wir dann zu was ganz Besonderem. Ich habe euch ja versprochen, ihr müsst ja nicht knoten. Ihr braucht auch keine Nägel, ihr braucht keine Schnur, nichts dafür, auch keinen Leim, auch keine Schrauben. Und deswegen werden wir jetzt das Ganze eben hier mit diesen Haushaltsgummis zusammenfügen. So, als erstes mal bilden wir immer ein Zweierpärchen. So rum und so rum. So, da. Das heute schon mal wichtig ist jetzt nur, dass diese beiden Teile miteinander fixiert sind. Mehr brauchen wir jetzt da. So, und was kommt jetzt als nächstes? Wir haben jetzt hier zwei solche Pärchen und die müssen wir miteinander verbinden. Dann nehmen wir jetzt auch wieder unseren Gummi, in dem Fall doppelt, und nehmen jeweils den äußersten, zack, und verbinden den miteinander. So, und hier auch nochmal, zack, zack. Das Tolle ist, es geht ratzfatz, niemand blamiert sich, weil die Knoten nicht halten. Und wir wissen es auch aus eigener leidvoller Erfahrung, manche Knoten halten im Wasser nicht viel aus. Und schaut her, in nicht mal 5 Minuten haben wir dieses Floß fertig. Da bringe ich jetzt bloß nur irgendwie improvisationsmäßig diesen Außenbohrer an. Und dann gehen wir jetzt gleich mal ans Wasser und lassen den da mal schön fahren. Ja? Bin mal gespannt, was wir hier für Spitzengeschwindigkeiten erreichen werden. Also höchste Zeit, dass wir ans Wasser gehen. Auf geht's! Ja, und ihr seht selber, unser Floß fährt schon ganz munter dahin mit seinen Außenbordern. Da gibt es so einen speziellen, ich glaube, die Firma heißt sogar Huckleberry, ohne jetzt Werbung machen zu wollen. Und ihr seht selber, das fährt richtig, richtig flott dahin, das Floß. Also eine tolle, gelungene Bastelei. Ja, liebe Kinder, da hat er wieder etwas Tolles gebastelt. Unser Floß ohne Knoten, ohne Nägel, ohne Schrauben, ohne Draht. Weitere tolle Bastelideen für drinnen, draußen, Schnitzideen. Wenn die Kinder Wasser spielen wollt, dann könnte ich auch dazu, dass ihr ein Floß bastelt oder ein Schiff. Da sagen manche Eltern immer, ah, Olli, da redest du dich da so leicht, wir haben zwei linke Hände. Ich will bloß ein Messer sehen, dann habe ich schon die Pflaster an den Fingern. Es gibt eine ganz, ganz einfache Methode, wie ihr ein Floß oder ein Schiff basteln könnt. Und zwar ohne großen Aufwand, in wirklich wenigen Minuten. Und ich zeige es euch und das Ganze machen wir jetzt in Echtzeit. Was ihr braucht, Haushaltsgummis, dann Korken, möglichst gleich große, dann Restpapier und so einen abbrochenen Schaschlikspieß oder ein Stück Ast, wie immer ihr wollt. So. Das geht jetzt ohne, dass ihr knoten müsst, weil ich weiß, das ist für viele ein Problem, wenn man sagt, ihr müsst den und den Knoten machen, wenn ihr euch ein Floß basteln wollt. Das ist manchen schon zu umständlich, kein Problem. Dann bauen wir uns so ein super, super schnelles, tolles Korkenfloß. Ihr seht, das Floß ist eigentlich schon fix und fertig. Das, während ich euch jetzt so ein bisschen was erzählt habe, ist das gegangen. Dann habe ich hier das Restpapier schon vorbereitet. Da führen wir einmal den Masten einfach durch und hier auf der anderen Seite. Also alle Veganer mögen mir verzeihen, aber das Papier, was ich da habe, das war das Restpapier von einer Leberkäse-Säbeltüte.
Gut war's. So, jetzt schaut's her. Unser Floß hat bereits ein Segel und hinten raus kriegt es auch noch eine Fahne dran. Und schon ist das Ganze fix und fertig. Ihr habt es gesehen, keine 2 Minuten und das Ganze ist fertig. Und vor allen Dingen das Tolle ist, ihr habt die Materialien, die könnt ihr ohne Probleme in der Jackentasche, Hosentasche oder im Rucksack transportieren. Und ihr habt keinen Aufwand damit, ihr könnt euch nicht in den Finger schneiden, die Kinder auch nicht. Und das Floß schwimmt hundertprozentig und das lassen wir jetzt gleich mal schwimmen. Und schon ist unser Floß auf großer, schneller Fahrt. Ja, ihr habt gesehen, liebe Kinderautoren, wie toll unser Floß schwimmt und wie schnell das gemacht ist. Vor allen Dingen, es kann nicht umkippen, es liegt ganz, ganz sicher im Wasser. Ihr könnt euch ja zum Beispiel mehrere solche Flöße basteln und damit eine richtig kleine Regatta machen und schauen, welches kommt als erstes durchs Ziel oder. Ganz egal, auf jeden Fall haben die Kinder eine Mordsgaudi, einen Riesenspaß, wenn er mit ihnen so ein rekordverdächtig schnelles Floß bastelt. Ja, ihr Lieben, was haben wir gelernt? Nichts wegwerfen, man kann alles wieder brauchen, und sei es die Papiertüte von einer Leberkäs-Semmeltüte. Genauso wie die alten Karten. Weitere tolle Bastelideen für drinnen und draußen findet ihr auf kinderoutdoor.de. Ich freue mich, wenn wir uns draußen sehen oder bei einem von meinen Kursen. Sitzt ihr jetzt so viel vorm Computer? Macht es gut bis dahin. Vierten, Servus, euer Olli. Ich Servus, liebe Kinderautoren, schön, dass ihr heute wieder bei mir reinschaut. Ein Wasser, wenn es bloß so ein Tümpel wie da hinten.